Von Bergmann kommt der HTW 45S. Der Bergmann ist ein klassischer Häckselwagen mit 4 Kettensträngen, Rundstahlketten, die mit Leisten bestückt sind. Die Rundstahlketten werden mechanisch angetrieben per Gelenkwelle, so wie die Dosierwalzen dann auch. Der Wagen ist sehr schnell leer. Und wiegt leer 9,2 Tonnen. Damit bleibt eine Nutzlast von 14,74 Tonnen. Wir haben ein Volumen von 43 Kubikmetern errechnet. Damit ist der HTW bei 24 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ohne Probleme auszuladen. Der Wagen ist 10,05 Meter lang, der Aufbau ist konisch, will heißen hinten 6 cm breiter als vorne. Die Dosierwalzen drehen mit bis zu 478 Umdrehungen pro Minute sehr schnell und fördern auch Gras aggressiv, aber dosiert aus dem Wagen. Wir haben hier zu sehen auch Beleuchtung oben, Umrissbeleuchtung unten und LED-Leuchten hier. Das verstärkte Zugmaul ist dafür geeignet, auch in nassen Jahren hier die Kette zu montieren. Es verstrebt an dem Rahmen und die zusätzliche Beleuchtung hier hilft das Rangieren im Dunkeln. Leider bleibt dann hier ein bisschen Material liegen. Auch Bergmann setzt auf einen klassisch tragenden Rahmen, dem der Koffer aufgebaut ist. Der Rahmen ist sehr gut verarbeitet. Das Achsaggregat ist hydraulisch gestützt, ist nachlaufgelenkt, das heißt besitzt keine Zwangslenkung, die natürlich optional erhältlich ist. Und wir haben hier die schön schmale Deichsel, die hinten angelenkt ist, sodass man mit dem Schlepper weit einschlagen kann, sowie dem Schlauchgalgen mit den zahlreichen Schläuchen. Gekoppelt sind die Laderaumabdeckung mit einem Steuergerät, die Heckklappe mit einem Steuergerät, die Häckselklappe mit einem Steuergerät und das Sperren der Lenkachse auf der Straße. Der Nachteil, wenn keine Lautsensing-Bedienung da ist. Es gibt nämlich neben den Funktionen, die jetzt gekoppelt sind, noch weitere Steuergeräte, die nutzbar wären. Das wäre zum einen die hydraulische Achse. Das heißt, ich kann die Achse noch anliften. So wie der Stützfuß ist jetzt auch nicht gekoppelt. Mit Schleppersteuergeräten ist der Wagen samt Funktion einfach zu erklären und damit auch gut für eine Vermietung geeignet. Bergmann ist neben Strautmann allerdings der einzige, die den Wagen mit zwei Streben oben zusätzlich verstreben. Das haben die anderen Wagen nicht. Und interessantes Detail sind solche Sachen wie die Klappenöffnung hier, dass der Fahrer immer sehen kann, in welchem Zustand die Klappe geöffnet ist. Wer weniger Schläuche koppeln möchte, kann bei Bergmann eine Isobus-Bedienung ordern. Der Wagen kostet in dieser Ausstattung 97.804 Euro ohne Mehrwertsteuer.